Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Im letzten Part haben wir Kapitel 6 zu 100% abgeschlossen und sind jetzt in diesem Part drauf und dran, Kapitel 7 fertig zu machen. Der vierte große Ninja-Krieg Teil 2. Im letzten Part haben wir ja hier den finalen Fight hier Naruto und Sasuke gegen Kabuto mitbekommen. Itachi hatte das Izanami angewandt auf Kabuto, der sich daraufhin in einem ewigen Loop bzw. in einem Genjutsu befand, wo er nur raus entkommen konnte, wenn er sich der Wahrheit gestellt hätte, da er ja in dem Körper von jemand anderem steckt, wenn man so will, bzw. sein möchte wie jemand anderes und sich als perfekt und unsterblich hält. Ja, hat er eben den Größenwahn, den es halt an der Stelle nicht braucht, damit er rauskommt. Denn es wird weiterhin so bleiben, sollte er sich nicht irgendwann zur Wirklichkeit besinnen. Wir haben zudem in Kapitel 6 hier auch noch ein paar andere Missionen gehabt. Ich kann noch mal kurz drauf eingehen. Genau, wir haben ja zuerst am Anfang des Kapitels erfahren, dass der Krieg wirklich bevorsteht. Wir hatten den Kampf erlebt zwischen Naruto und Killer B gegen Ei und Tsunade. Im Anschluss dann zwischen Naruto, Nagato und Itachi, wo B auch an unserer Seite war. Der Kampf der Legenden, wo die Kage, also Onoki und Gaara in dem Fall zuerst mit dabei waren mit Naruto und später die anderen Kage dann dazu kamen. Dann haben wir hier hinter der Maske, wo die ganzen Bijus und Chichurikis gegen uns gekämpft hätten, also das wäre bei Kurama so gewesen, aber hinter der Maske haben wir einen kurzen Fight gehabt und wir wissen noch nicht ganz genau, wer hinter dieser Maske steckt. Nach wie vor gehen wir von Tobi aus. Weil Madara ist ja auf dem Schlachtfeld da und wie gesagt, vereinte Brüder. Jetzt werden wir uns aber Kapitel 7 widmen, dem zweiten Teil des Krieges. Und dort beginnen wir mit der ersten Mission, Tobis Enthüllung. Wir werden also jetzt rausfinden, wer wirklich hinter dieser Maske steckt. 10 Minuten, schauen wir mal. Itachi hatte die Shinobi-Allianz vom Schrecken des Wiederbelebungs-Jutsu befreit. Von ihrer Gefangenschaft befreit, stiegen die Seelen der Toten nach und nach wieder zum Himmel auf. Genau, alle von Edo Tensei sind natürlich wieder Madara weg. nutzte jedoch geheimes Wissen, das es einem Toten erlaubte, die Wiederbelebung zu bannen, wenn das Siegel bekannt war. Und so blieb er allein übrig. An einem anderen Ort hatte Tobi unterdessen versucht, den Zehnschwänzigen wiederzubeleben, um das endlose Tsukuyomi auszuführen. Sollte ihm diese schreckliche Tat gelingen, wäre es das Ende der Ninja-Welt. Um Tobis Pläne zu durchkreuzen, setzte Naruto mit Kakashi und Maitogai zu einem Angriff an. Die Welt braucht nicht länger Hoffnung, eine Zukunft. Oder irgendwelche Helden. Ich hatte einen Vater, eine Mutter und den kauzigen Bergeremiten. Kinder brauchen einfach Helden. Genauso wie Naruto einst, ne? Ganz Ich wichtig. werde der beste Hokage aller Zeiten. Das ist mein Traum, du Blödmann. Du Blödmann! Der ist wirklich ein Blödmann. Naja, gut. Besiege Tobi, erwache nicht möglich. Mit mehr als 60% Gesundheit abschließen. Dafür bekommen wir dann Tobis Maske. Und mit einem Hilfsangriff zweimal treffen. Dafür nehmen ja Infokartenbild 792. Endlich bin ich hier. Komm und hol mich. Ich kann mit dem endlosen Tsukuyomi beginnen. Mit anderen Worten, die Welt wird jetzt enden. Bald werde ich euch in den endlosen Traum führen, bevor ihr wisst, wie euch geschieht. Wir schlafen, was wir wollen. Ob wir träumen oder nicht, wie es uns passt. Das glaubst du wohl selber nicht. Ohne deine Hilfe einschlafen. Er ist wirklich stark. Was sollen wir nur tun, Kakashi? Seine Transporttechnik. Das ist nach wie vor nur eine Vermutung. Aber sein Jutsu könnte dasselbe sein wie mein Kampf. Was? Wenn ich richtig liege, wenn wir dasselbe Jutsu verwenden.
hat schon die Vermutung, wer es sein könnte. Besonders deutlich wurde das in Storm 4. Ja, haust aber ab in dem Moment. Ja, ich wollte es mit der Ulti eigentlich beenden, aber ist ja auch egal. Und natürlich erst sagen, wir haben ja kaum Treffer einkassiert. Form ist so cool, ne? Durch den gemeinsamen Angriff von Naruto, Kakashi und Gai gelang es, Tobis Maske zu zerstören. Das war's! Wer bist du? Das ist die Frage. Und da haben wir die Antwort. Als er Tobis wahre Identität hinter der raffinierten Maske erkannte, verunsicherte das Kakashi sehr. Dasselbe Sharingan wie Kakashi, hat der selbst gesagt. Wirklich du? Wenn du überlebt hast, warum bist du dann nicht? Mein Überleben spielt jetzt hier wirklich keine Rolle. Aber falls du das ernst meinst, und dich wirklich für den Grund interessierst. Man muss dazu sagen, die waren im selben Team. Und das Mädel dort ist Rin, die auch zum Team dazugehörte. Weil du... Und heimlich die Geliebte von Obito. Weil du Rin hast sterben lassen. Beziehungsweise, was heißt heimlich? Also, man wusste das. War Obito Uchiha, Kakashis früherer Freund, den er voller Überzeugung für tot gehalten hatte. Genau. Madara war wirklich nur ein Deckname, damit eben der Schrecken und allem, was dazugehörte, mit seinem Namen in Verbindung gebracht wurde. Also, so schockiert ist das eigentlich gar nicht, aber das war zum Beispiel die erste Reaktion am Anfang, bevor ich wusste, wer er war. Das war schon wirklich, wirklich crazy. Und jetzt sieht man die Schlacht an der Kanabi-Brücke und man sieht dort auch schon Kakashi und Obito. Im Folgenden werden jetzt die nächsten Missionen alle in der Vergangenheit spielen. Viele gute Ninjas ließen im dritten großen Ninja-Krieg ihr Leben, aber auch viele neue Helden wurden geboren. Zu der Zeit war Kakashi gerade zum Jonin geworden. Er bildete ein Team mit Obito Uchiha und Rin Nohora, das von Minato, welcher zu der Zeit ebenfalls ein Jonin war, geleitet wurde. Kakashis erste Mission als Kapitän war es, die Kanabi-Brücke zu zerstören, die dem Feind als Versorgungsweg diente. Und Minato war der Anführer. Obwohl Kakashi ein fähiger Ninja war, so war er jedoch ein Verfechter der Regeln. Im Gegensatz dazu Obito, der zwar weniger Talent, jedoch viel Herzblut besaß. Dieser Unterschied in Fähigkeiten und Prinzipien sorgte oft dafür, dass die beiden aneinander gerieten. Minato erklärte seinen Schülern zwar, wie wichtig Teamarbeit ist, musste sich aber aufgrund einer Mission in einem anderen Gebiet von Team Kakashi trennen. Also war der Jonin, ne? Ab diesem Zeitpunkt nahmen die drei Missionen als Team Kakashi an, aber nach einem Angriff des Feindes wurde Rin entführt. Kakashi wollte Rin zurücklassen und die Mission vorziehen, aber Obito war wütend über seine Entscheidung. Er verlangte, dass sie stattdessen Rin retten sollten. Ja,
Ja, wie gesagt, er hat sie halt geliebt, ne? Was ich an der Stelle auch noch dazu sagen kann, wir sind ja auch mittlerweile, wenn man so will, in Storm 4 angekommen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich auch Storm 4 hier Let's Played. Also falls es jemanden von euch gibt, der diese ganze Story hier auch nochmal detaillierter möchte. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne das Projekt anschauen, das ist noch das mit aktuellste, kann man sagen. Aber ihr könnt euch natürlich auch gerne die anderen Storm-Teile anschauen, falls euch interessiert, wie unterschiedlich differenziert die Spiele wirklich gestaltet wurden. Weil das hier alles ist ja wirklich nur eine Kurzfassung. Im nächsten Schritt machen wir Sharingan. Es gab allerdings einen Grund dafür, dass Kakashi sich immer penibel an die Regeln hielt. Und die ist echt traurig. Sein eigener Vater hatte früher die Leben seiner Kameraden über die Mission gestellt. Als Resultat war diese gescheitert, woraufhin ihm die anderen verleumdeten. In seiner Verzweiflung nahm er sich das Leben. Das war traumatisch für den jungen Kakashi. Ja, schlimm sowas. Wirklich, wirklich schlimm. Aber Obitos Worte bewegten Kakashi. Wer die Regeln bricht, ist Abschaum. Aber wer seine Freunde im Stich lässt, ist noch weniger wert als Abschaum. Ja, das waren seine Worte. Und die hat er uns damals auch weitergetragen. Nun war auch Kakashi entschlossen, Rin zu retten und kämpfte zusammen mit Obito, um sie erfolgreich zurückzubringen. Also, es ging hierbei halt wirklich darum, in Classic, da hat ja Kakashi genau das zu dem Team gesagt. Kakashi verlor in diesem Kampf ein Auge. Und Obito schubste ihn aus dem Weg eines fallenden Felsen. Anstelle von Kakashi wurde er von diesem erschlagen. Tödlich verletzt bat Obito Rin, das Sharingan eines seiner Augen Kakashi zu geben. Egal was die anderen sagen werden, für mich wirst du immer ein großartiger Ninja sein. Das waren mit die letzten Worte. Nach einer erfolgreichen Transplantation bat Obito Kakashi darum, auf Rin Acht zu geben, denn Rin lag ihm sehr am Herzen. Danach verschwand er unter dem einstürzenden Schutt. Und wer hätte damals gedacht, dass er das überleben könnte, ne? Man hat schon nämlich weit vorher, bevor man das wusste, nämlich dass er das wirklich ist hinter der Maske, hatte man schon die Rückblende gesehen zwischen Kakashi und Obito. Und damals hätte man zu keiner Zeit erwartet, dass er später nochmal auftauchen würde. Weil wie wahrscheinlich ist sowas, ne? Als nächstes sehen wir Hölle. Und auch die war in dem LP von Storm 4 sehr, sehr krass. Also die Mission, die dieses Bild geschmückt hatte. Obwohl Obito tot geglaubt wurde, rettete ihn ein alter Mann, der sich selbst Madara Uchiha nannte. Und das ist tatsächlich der richtige Madara Uchiha, der ziemlich, ziemlich alt gewesen ist. Madara erzählte ihm, dass die Realität die Hölle sei und offenbarte Obito seinen Plan. Er wollte ein Genio zu nutzen, um eine Traumwelt zu erschaffen und bat Obito darum, ihm bei der Erfüllung dieses Traumes zu helfen. Obito war durchaus dankbar, dass Madara ihm geholfen hatte, lehnte das Angebot allerdings ab. Stattdessen kämpfte er sich durch eine mörderische Rehabilitation, um wieder zu Kakashi und Rin zu gelangen. Und die Figuren da hinten, die haben Ähnlichkeit, ne? Nur noch ein bisschen, dann werde ich euch beide wiedersehen. Also Ähnlichkeit mit den Charakteren, die wir schon kannten. Ja, und es ist viel passiert. Während Obito darüber nachdachte, erhielt er Informationen zu Kakashi und Rin. Sie wurden von einer Gruppe von Ninjas aus Kirigakure angegriffen und waren in eine gefährliche Lage geraten. Obito erklärte Madara, dass er seine Freunde retten gehen müsse. Als er eintraf, sah er jedoch, wie Kakashi Rin durchbohrte. Und natürlich total schockiert. Warum hat er das gemacht, ist die Frage, ne? Ich bin in der Hölle. Warum er, by the way, Blut überall hat, wird hier auch nicht genau erklärt. Oh, vielleicht doch. Die Realität von Rins Tod ließ Obito in eine Spirale der Verzweiflung verfallen. Er tötete die Ninjas aus Kirigakure und kehrte zu Madara zurück. Ja, und hat einen übelsten Amok-Anfall da gekriegt. Alle abgeschlachtet.
Naja, und das war auf jeden Fall der Grund, wieso er dann am Ende wirklich dann zu dem wurde, was er aktuell ist. Jemand, der das ewige Tsukuyomi einsetzen möchte, beziehungsweise das Projekt Mondauge, damit eben jeder in einem Genjutsu ist und nirgendwo diese bösartigen Aktionen nochmal auftauchen. Okay, die nächste Mission geht ein bisschen länger. Ich werde den Part jetzt an der Stelle etwas kürzer halten. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier von der Mission Obito im Verborgenen weitermachen und mal schauen, wie gut wir diesen Kampf dann meistern werden. Dieser Kampf hatten wir auch schon öfters gehabt in Storm 3, Storm 4 und. Aber schauen wir auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.